So, hier gab es jetzt einen kleinen Cut. Den hat bestimmt keiner bemerkt. Ich war jetzt nämlich was Feines essen. Da habe ich mir nochmal was zu trinken geholt. Und jetzt springe ich in die Lava. Nein, tue ich nicht. Jetzt wäre ich doch fast reingesprungen. Weil ich gerade nicht hingeguckt habe. So. Bringen wir den Schläfertempel zu einem Ende. Hallihallo. Da ist das Skelett, aber das hat wahrscheinlich nichts, oder? Heldenschneide. Eigentlich komisch, dass man hier solche Waffen noch kriegt, ne? Weil die sind ja hier schon, böse gesagt, outdated. Wieso trinke ich überhaupt die kleinsten Tränke? Ich schaff's wahrscheinlich nicht mal mehr, die hier alle zu verbrauchen. Also die Hunderte. Wahrscheinlich selbst die schaffe ich nicht mehr zu verbrauchen. Realtalk. Ich hasse mich auch. Alles gut. Gut. Die Frage ist, was macht das? Weil ich höre nicht mal irgendein Geräusch, wenn ich diese Schalter betätige. Boah, wisst ihr, auf was ich mich freue beim Zweier? Weil den werde ich ja auch spielen. Dass das hier besser funktioniert. Weil der macht das hier im Einser in Etappen. Der macht das nicht durchgängig. Generell, das Handling ist halt besser. Aber das ist ja eh das, was ich ja immer so, ich nenne es jetzt mal, zu schätzen wusste am Zweier. Es ist halt overall das bessere Spiel. Allein, weil es sich halt so viel besser spielt. Also ich verstehe jeden, der bei Gothic 1 sagt, hey, das ist mir irgendwie alles zu clunky, das fühlt sich alles ein bisschen strange an. Verstehe ich. Aber beim Zweier gilt die Ausrede nicht mehr. Nein, nein, nein. Ich frage mich gerade, ob ich da unten schon war. Macht diese Lava hier eigentlich so ein komisches Surrgeräusch oder ist das mein Kopfhörer, der gerade spinnt? Ich glaube, das ist die Lava oder zumindest der Raum hier, ne? Das hier, sie surrt irgendwie. So, warte mal. Ja, ich glaube, das überlebe ich nicht. Also, auch keine Sekunde, die Lava. Ich denke mal, die wird mich sofort töten. Laufen wir lieber außen rum. Ja, hier wird das Surren immer schwächer. Ich hätte da unten gerade in dieser Lava-Bucht, nenne ich es jetzt mal, in der Wand gerade ein Loch gesehen. Maybe, maybe war ich da noch nicht, weil irgendwie kann ich mich jetzt nicht direkt daran erinnern, mal so lange durch ein Loch gelaufen zu sein, dass ich an einem Dead End mit Lava war. Also hier ist es am lautesten. Das Surren. Es ist sogar lauter als die Umgebungsgeräusche, nenne ich es jetzt mal. Oh, da steht schon wieder ein Ork. Ist hier außenrum irgendwas Schönes? Ah, ah. Schaut aus, könnte man hier da rein. Soll ich das mal machen? Waren vorne sowieso solche Stacheln auf dem Boden. Ich zieh schon mal die Waffe. Ich glaube, der hat auch Pyrokinese. Oder Feuersturm. Zu Ende ist ein langer Weg. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Wo ist die Beleidigung? Ich bin enttäuscht. Ja, ist Feuersturm. Also bist du der Schwächste im Bunde. Du kannst mich nämlich nicht staggern. Sonderbares Schwert. Ist das nicht Uriziel? Ist es erstmal hier? Ah ja. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in diese Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xardas diese Runen entziffern, bevor er das Schwert nicht
identifiziert hat, lege ich es besser nicht an. Jacques Cusel. Okay, hier habe ich nichts, das ich verwenden muss. Schaffe ich es da einfach durchzuspringen? Komm. Easy. Eigentlich brauchst du echt Akrobatik in dem Spiel. Da drüben, da, wo mein Schädel jetzt ist. Also selbst wenn ich glaube, da ist nichts. Nichts Interessantes. Ich kann ja eigentlich hier außen rum gehen. Ja, aber das sind Minecrawler. Da war ich noch nicht. Dann will ich da hin. Ich habe nur das Problem. Von hier oben werde ich nicht runterkommen. Ich kann's probieren, aber... Nee. Okay, die Lava tötet mich nicht sofort. Alles in Ordnung. Weiter geht's, Jungs. Gut. Also ich bin Barbarenfaust. Barbarenfaust. 98 und 76 Stärke. Nahezu die Werte von Torlofs Axt. Lernpunkte habe ich jetzt 56. Damit kann ich gleich zwei Kreise lernen. 4 und 5, aber 6 kann ich noch nicht. Aber das sollte ich dann vielleicht tatsächlich sogar noch schaffen. Geht's halt einfach noch weiter runter. Hallo? Tagebuch? Okay, die Truhe mache ich mal normal auf. Wenn ich herausfinde, wo vorne ist. Hier. Amulett der Läuterung. Okay, ja, ist jetzt nichts Besonderes drin. Das Tagebuch ist halt interessant. Okay. Heißt es auch einfach nur Tagebuch? Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Nein. Das hatte ich schon. Hier. Tagebuch. 23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist... 32 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. 28. Tag. Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. 67. Tag. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten, aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sie sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in den Körper jagen. 78. Tag. Sie haben das Schwert mir in den Körper gejagt. Nein, das Schwert liegt in einem Raum im vorderen. Durch diese Schriftart hätte ich jetzt schwören können, da steht Verdorbenen. Egal. Vorderen Bereich des Tempels wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemandem mal. Das ist maybe eine Leiche, die ich schon gefunden habe. Also wurde es ja doch nicht nur von den Orks gebaut. Dieses Schnickschnack-Design-Tempelchen. Nein, erst da hoch. Sonst schaffe ich es nicht. So. Ah. Ich glaube, ich sollte es trotzdem schaffen. Warte mal. Ich bin lost. I am lost. You are lost. Schaff ich's? Ja. I am running the falsch way. Here to the right is the right way. Sodale. Mal kurz vollheilen. Das ist aber was, das hatte ich in Odyssey vermisst. Dass das Leben automatisch mitlevelt. Wobei, das dann wäre mal zu krass gewesen. Ich meine, welches Level war ich am Schluss? 180? Nee. Nee, nicht ganz, oder? 120? Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall ein übertrieben hohes Level.
warte mal ganz kurz. Mag nur ein bisschen hell machen. Wurzelsuppe, ja, die müssen ja stets weiterhin auf ihre Ernährung achten. Wurzeln sind gesund, Leute. Esst immer euer Gemüse. So, lustigerweise war das gerade wieder die Stimme vom Held. Also die Todesstimme. Trank, 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 trank. Haben wir hier schon wieder? Trollfaust. Trank, 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 trank. Geschicklichkeit. Nochmal plus 8. Und Mana auch nochmal. Und Stärke auch nochmal. Ein Träumchen. Trollfaust, 100. Oh, die sieht cool aus. Bei Lees Axt missfällt mir ein bisschen, dass der Kopf so klein ist. Der Griff ist riesig und der Axtkopf ist einfach so... Ich wollte gerade sagen... Das wäre jetzt richtig geil, wenn ich noch ein Level kriegen würde. Kriegerstimme war die, genau. Weil hier ist jetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist hier jetzt erstmal Dead End. Und ich komme hier erstmal nicht weiter. Ist immer noch komisch, mit einer Zweihandwaffe zu kämpfen. Aber jetzt machen wir was anderes. Fängt auch schon wieder dieses Surren an. Das ist irgendwie ein Ambiente-Geräusch hier anscheinend. Hallo! Lass dir Zeit. Ich bin noch länger hier. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun... wirst du sterben. Nicht weg hier. Nein, lass mich. Ah! Versucht er überhaupt was? Ja, oh Gott, Todeshauch. Cheater. Folgt er mich? Nee, er ist in der Zeit festgefroren. So, steht jetzt im Tagebuch, nur Interesse halber. Grashvarak Arushat, der mir nicht mal seinen Namen genannt hat, aber ich kenne ihn trotzdem, scheint kein untoter Orkschamane wie die anderen zu sein. Es ist erst weitaus mächtiger und meine Waffen richten an ihn nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Oh, wo kommst denn du jetzt her? So, dann erstmal draußen zu Xadas. Dieser verdammte Totenbeschwörer. Das andere Wort sage ich jetzt nicht. Sonst macht YouTube mich fertig. Diese Blutspur. Die ist wohl von mir. Ist auf dem Weg nach draußen jetzt wieder irgendwas gespawnt? Oh ja. Versucht ihr mich etwa aufzuhalten? Oh, hi.
hier oben überhaupt? Kommt mir gerade so wenig bekannt vor. Ah, das war das. Ja, ja, dann war ich hier. Aus der anderen Seite, also von der anderen Seite zu kommen, da sah das gerade irgendwie so anders aus. Hui! Stop it! Ich habe festgestellt, dass ich durch meine eigenen beschworenen Leute oder Viecher leveln könnte. Das ist irgendwie auch lustig. Und sind zwei auch entfernt. Okay, ich heile mich mal lieber. So viele sind jetzt zwar nicht, aber sicher ist sicher. Gleiche dachte sich das Skelett, deswegen hat es versucht, die Chance zu ergreifen. Schade. Boah, wenn ein Gegner hinter einem ist, man ist so hart stuck, das ist übel. Ich frage mich, ob das mit Absicht ist, weil man ja quasi dann umzingelt ist und das ja durchaus diesen Vorteil haben kann. Aber es ist schon hart, wirklich hart. Ich kann mich da fast gar nicht mehr bewegen, nicht mal nach links und rechts drehen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich gerade? Ja, okay, es ist wahrscheinlich ziemlich dunkel, wenn ich jetzt rausgehe. Entschuldigung. Ah, jetzt ja. So. Dann muss ich jetzt zu Xardas. Xardas wird mich vermutlich zu seinem alten Turm schicken. Dann ins neue Lager. Und dann wieder rein, oder? Wobei ich an seinem alten Turm, glaube ich, was finde, was ich halt noch machen kann, wenn ich das möchte. Aber dann mal, wieso laufe ich? Ich kann mich doch teleportieren. Ich habe zu viele Zauber ausgerüstet. Ach, das ist Untote vernichten. Ah, das... Ach, das ist sogar noch drin. Okay. Fängt das schon wieder an? Red mit mir. Okay. Sechster Kreis der Magie. Kannst du doch gar nicht. Ich bin noch nicht mal im fünften. Kannst du mich unterrichten? Noch nicht. Ja, genau. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Auch stärker als du. Ich meine, du bist ja auch in der Barriere. Derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Und es ward geheißen und steht geschrieben. Grasedutta! Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her.
Schöne Ornamente. Erstmal zu Whistler bringen. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Minecrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Da ist mein Tabak drin, Junge! So. Machen wir doch gerne. Ich glaube, ich springe von der anderen Seite runter. Wobei es jetzt... Na, wobei, hier geht's. Mich nur kurz voll heilen. Pfeife mal gleich noch einen Geschwindigkeitstrank rein. Und dann los geht die Luzi. So, ich glaube, dass ich da... Macht ja sogar Sinn, wenn das sein alter Turm ist und er halt die Sachen nicht mehr rausgeholt hat. Nämlich auch eine Teleport-Rune bekommen. Eine ganz bestimmte, glaube ich, mich zu erinnern. Kann natürlich sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, mich daran zu erinnern. The Sunset. Ist es nicht wunderschön? Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Bin ich nicht wunderschön ins Wasser geslidet? Müsst ihr mir erstmal nachmachen. Hallo? Okay, hier draußen ist nichts. Oh, die Kamera unter Wasser ist ganz besonders. Dieses Tauchen erinnert mich immer wieder so hart an Tomb Raider. Hi! Ihr kleinen Lulatsches. Oh, Zombies. Habe ich mal erstmal den Magier da oben. So.
So, jetzt seid ihr dran. Ich fand die als Kind damals so gruselig, diese Zombies. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie noch relativ menschenähnlich sind. Maybe. Auf jeden Fall schreien sie ganz schön rum. Meine Ohren bluten. Ich mach die Truhen mal normal auf, damit ich genau weiß, was drin ist. Crap? Crap. Was haben wir auf der anderen Seite? Die ist zugeschlossen, da werden die besonders wertvollen Artefakte sein. Na, doch nicht. Da ist ja richtiger Crap drin, hä? Tränke. So, da jetzt aber. Ja, genau. Nämlich der Teleport zu den Feuermagiern. Und das macht ja auch durchaus Sinn. Er ist ja, ne, gegangen, als er noch einer der Feuermagier war und hierher. Und natürlich die Erzrüstung. Die wiederum in allem ein bisschen besser ist. So. Gut, dann begebe ich mich jetzt erstmal zu den Wassermagiern. So. Magie zu Ehren. Mhm, du mich auch. Ich bin bereit für den vierten der Kreise. Du hast die ersten drei Kreise durchschritten. Nun ist es an der Zeit, dass du die Geheimnisse der Magie kennenlernst. Die Magie der Runen ruht in ihrem Stein. Es sind magische Steine, gewonnen aus magischem Erz. Das gleiche Erz, das hier abgebaut wird. Dieses Erz wird in den Tempeln mit den Formeln der Magie versehen. Dort werden die Runen zu den Instrumenten unserer Macht geformt. Mit allen Runen, die du nun beherrschen kannst, steht dir das gesammelte Wissen der Tempel des Reiches zur Verfügung. Erkenne die Magie, dann wirst du das Geheimnis von Macht erkennen. Ich bin bereit für den fünften Kreis. So soll es geschehen. Ich werde dich die Macht des fünften Kreises lehren. Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten, sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Runen dir nun untertan sind. Doch der mächtigste Zauber des fünften Kreises ist die Welle des Todes. Solltest du in den Besitz dieser Runen gelangen, schon im fünften Kreis? Okay. Dann bist du im Besitz gefährlicher Macht. Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie. Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Erkenne deine Grenzen. Dann wirst du deine wahre Macht erkennen. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Wassers zu tragen. Mhm. Verteidigungswerte haben die denn... Ja, ist so gesehen sogar schlechter als die Crawler-Plattenrüstung. Ja, das ist doch cool. So. Dann. Ich glaube, ich kriege keine 30 Lernpunkte mehr hin, oder? Ich meine, ich habe fast ein Level-Up, dann wären es nur noch 20 Lernpunkte. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. I believe that I don't shuffling this. So, was habe ich denn für Zauber vom fünften Kreis, die ich verwenden könnte?
2. Und ich hätte jetzt Blitz und Tote vernichten. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ich glaube, das rüste ich auch gleich mal aus. Pyrokinese brauche ich eh nicht. Das ist eigentlich übelst bad. Feuersturm statt Feuerball. Ja, komm. Soll's. Und das war's erstmal, ne? Yep. Find's gut, dass ich Xalas Turm voll blute. Hallo! Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Uriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Uriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Ich finde es echt kacke, dass ich den sechsten Kreis nicht mehr erreichen werde, denke ich. Selbst wenn ich jetzt alles umklatsche, was noch existiert, wird es nicht reichen, glaube ich. Ich möchte jetzt kurz mal was probieren. Ach, er ist sogar hier. Lustig. Sei gegrüßt, mein Freund. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich habe dich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Wir sehen uns. Und zwar kann ich mit ihm darüber überhaupt reden. Magie zu... Nein, tatsächlich nicht. Mit keinem von euch. Ja, komm, heil mich mal. Warum nicht? Ich glaube, ich kann tatsächlich mit keinem drüber reden. Der Kolonie, die eine solche Energiequelle besitzt und sie steht tief in meiner Schuld. Magie zu Ehren. Fangst du jetzt auch schon damit an? Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Aber jetzt sind wir in der Bibliothek, hier müssen wir still sein, hier dürfen wir nicht reden. Sprich, worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei, ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow, was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Ich muss euch mal kurz was fragen. Wir sehen uns. Dieses Fenster da oben, für was ist das? Ist das ein das ist kein Grafikbug, ne? Warum ist da ein Fenster? Falls es mal brennt, kann da der Rauch rauskommen oder Magie so. Ach, was weiß ich denn. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut, wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Was machst du hier? Hallo. Geh.
Wir haben damals mehr ausgehalten. Schöne Aussicht. Irgendwas zu sagen? Magie. Immer noch nicht. Okay. Hast du was dagegen, wenn ich Riordian verprügel? Nee. Das war's ja dann wohl. Wie einfach casual das Buch weiterliest, nicht mal hinguckt, das war's ja dann wohl. Das ist knallhart, der Typ. So, habe ich? Nein, ich habe nichts bekommen. Aber ich habe jetzt auch 200 von den großen Tränken. Also, ne, wie ich bereits sagte, ich krieg wahrscheinlich nicht mal mehr die weg. Stehen da unten nicht eigentlich auch noch Wachen? Das wirst du noch bereuen. War doch klar, dass das ärgert. Okay, es geht gar nicht so weit runter. Erdbrocken. Das wird dich nicht mein Problem. Okidoki. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wenn du meinst. An der Geschichte muss wohl noch was passieren. Ich halte mich da lieber raus. Manche lernen eben gar nicht. Ein paar Erzbrocken hier, als würden die jetzt irgendwas bringen. Die sie es einfach hier reingeworfen haben und zu einem Hügel gestapelt haben. I am the king of the Erzhaufen! Jetzt muss ich auf Milton warten. Milton! Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Wo bleibt er denn? Oder steht er davor? Hallo? Milton? Ich mach mal einen Cut und wir sehen uns dann, wenn er unten ist.